Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 10 Part 10 und wir gehen weiter. Beruhigende Musik ist das. Harmonisch mit der Gegend. Und hier weiter. Und ein Kampf. Was kommt? Dieser Vogel ist dick. Ganz schön fetter. Ganz schön großer. Das ist dein Department, right? True, true. But, ja. Why don't we let our summoner show us what she's made of? Ja, wir können mit L1 auswechseln. Das war jetzt mein Machen. Yuna, du bist dran. Your first real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, ja. Yuna. Okay. Yuna soll zum ersten Mal ihre... Ja, er ist in Beschwörung. Ich kann besser herberufen. Also das kann nur Yuna. Ja. Beschwörung. Wolfaris. Der hat mehr Leben als alle anderen. Glaube ich zumindest. Natürlich, die erste Beschwörung. Oh. Das müsste ich, glaube ich, noch einstellen. Soll er immer lang kommen oder später immer nur kurz? Nach dem ersten Mal. Das muss ich noch einstellen. Schwarzmagie kann es auch. Hehehehe. So wäre ich danach direkt normal dran. Das verlangsamt den Gegner. Okay, das macht kaum was. Also normaler Angriff. Das war ein Volltreffer. Hat das auch die Schockwelle? Angriff. Au. Mich besiegst du doch nicht. So ein Vogel kann mich doch nicht ab. Kann ich doch nicht in Leichtigkeit abwehren. Haha, daneben. Wie viel Leben hat das Vieh? Nachher stand er eben da. Insgesamt 1400. Aber bald ist es nicht mehr am Leben. Angriff. Und Dix Tarsel ist voll. Aber ich würde sagen, die sparen wir uns auf. Angriff. Yuna, Kraftsphäroid, Blindschutz, eine Ausrüstung. Nur für wen? Sie hat Wappen, Schilde, Rüstung, Blindschutz. Blindschutz, ja. Ein Effekt, damit ich etwas für blind geschützt. Und weiter hier. Kommt da schon wieder so ein Vieh an? Another one of those. No problem. Leave this one to me, ja? Huh? Say good night, Birdie. Jetzt kommt mal Bankers Blind Attacke zum Einsatz. Jetzt wird er blind gemacht. Meinst du kannst treffen?
Schwarzmagie. Ja, wegen dem ist nichts richtig effektiv. Und ich würde sagen, wir nehmen mal wieder... Halt, Jude muss ja auch was machen, damit sie ein bisschen AP kommt, bekommt. Ey! Was hast du denn für Ticks? Ach ja, Ability Leap. Aber das brauchen wir. Wir sagen Weißmagie. Also keiner von denen ist verletzt. Wir können mal angreifen mit Jüna. 32. Extrem schwach. Und du bekommst jetzt was auf die Fresse. Meinst du, du kannst mit deinem Blindheit, mit deiner Blindheit treffen? Feuer. Mach mal in den Feuer unter den dann. Man sagt Feuer in die Schnauze. Und Jüna wird jetzt wieder ausgewechselt. Für Alpha. Aber er sagt, zu mir, für Tidus. Anfeuern. Angriff. Der meint immer, er könnte treffen. Blitz. 240. Angriff. Und jetzt da hinüber. Kein Vernichtend, leider. Oh, Yuna und Tidus sind weiter. Wechselspieler? Durchschauen ist sinnvoller. Also schwer. Sverobrett. Yuna. Wo bringe ich dich am besten lang? Hey, du hast hier einen Angriff und plus 3. Bewegen. Da bringe ich dich, glaube ich, zuerst hin, Yuna. Weil das willst du ja. Wer hatte noch ein Level weiter? Tidus. Benutzen Zellsphäre. Treffer. Um 1 gestiegen. Zurück. Ja. Und hier ist ein Speichersphäre Speicherstätte eingezeichnet, aber es ist nicht direkt hier. Hier gibt es speziellen Ort. Da kommt man nur hin mit dem Flugschiff. Wenn wir eins haben. Und wir müssen weiter. Schon wieder ein Zufallskampf. Den diesmal. Yuna. Einmal Ability, bitte. Auf ihn. Daneben. Mist. Au. Mann. Schlaf. Du wirst als erstes vernichtet. Schwarzmagie. Blitz. Auf dich. Jetzt ist er auch noch stumm. Ist er auch noch stumm? Toll. Alpha. Titus, du bist dran. Wie man das Schwert so werfen kann. Gibt es Lulu eine weiter? Wunderzeit und Kasteroid. Sphärobrett, Lulu. Wo bring ich dich denn lang?
Da ist ein Wunder. Das ist der Ability. Und da ist der MP. Beweg dich mal da oben lang. Benutzen Ability-Steroid. Wunderheb. Was ich auf jeden Fall Lulu auch beibringe, ist es Vita und so. Und Medica. Das ist immer sehr hilfreich. Und weiter. Juna ist ja immer noch stumm. Deswegen wäre es gut, dass Lulu weiter... dass Lulu irgendwann Medica erlernt. Bin ich hier durch. Und wir können hier durch. Speichern. Ja. Wir haben schon über 3 Stunden verbracht in dem Spiel. Also, und hier beende ich den Part. Und das war Let's Play Final Fantasy X Part 10. Und bis zum nächsten Part.